Daniela Katzenberger, miese Abzocke im Advent. Hat sie kein Herz für ihre Fans? Statt Weihnachtsstimmung verursacht Daniela Katzenberger gerade Ärger. Ein Geschenk für ihre Fans hatte Daniela Katzenberger, 35, das wirklich im Sinn, als sie ihren Adventskalender 2021 auf den Markt brachte. Oder geht es ihr eher um fiese Abzocke? Denn für 64 Euro ist er vor allem eine herbe Enttäuschung. YouTube-Erin Aminata Emarusö teilte in einem Video jetzt allen mit, was sich darin so befindet. Statt der erwarteten Beauty-Produkte oder Fanartikel gibt es Spezi, Puddingpulver, Fertigtee und kein Witz. Auch noch eine 500 Gramm Nudelpackung zum Fest. Und, der Kalender ist gefüllt mit Stroh. Nicht nur die gesamte Wohnung war verschmutzt, da bekommt man direkt Atemprobleme, dabei hatte der XXL-Kalender mit beinahe einem Meter Höhe, 92 Zentimeter, große Hoffnungen geweckt. Ich denke, da sind schon ein paar von Dennis Lieblingsprodukten drin, war Emarusö bei Türchen Nummer 1 noch euphorisch. Einige Süßigkeiten, Getränke und Brotaufstriche später waren aber nicht nur die Hände der YouTube-Erin vom Öffnen des Kalenders in Mitleidenschaft gezogen worden, sondern auch ihre gute Laune. Einziger Trost: fürs Weihnachtsmenü muss nun nicht mehr extra eingekauft werden.